Lennestadt, der Schatz im Sauerland. Grüne Flächen, reine Luft und Einwohner mit großem Herz. Eingebettet in den Bergen haben sich 43 Ortschaften zu einer familiengerechten Gemeinde zusammengeschlossen. Im Rahmen des Bündnisses haben wir verschiedene Projekte wie Kinderferienbetreuung, Seniorenfrühstücke in den Jugendfreizeiteinrichtungen. Und ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei, auch die Unternehmen einzubinden. Und da gibt es unter anderem die Familiensprechstunde bei der Firma Hänsel. Die Familiensprechstunde ist so konzipiert, dass die Mitarbeiterinnen unseres Hanna-Servicebüros für Familie und Senioren und die Kolleginnen aus dem Pflegestützpunkt einmal im Monat bei der Firma Hänsel eine Sprechstunde im Unternehmen machen. Die Firma Hänsel bietet die Familiensprechstunde an. Während dieser Familiensprechstunde kann ich mir Hilfe holen, weil ich habe eine kranke Mutter zu Hause, die ist pflegebedürftig. Und hier kann ich mir Informationen holen zu Pflegeversicherung, zu Hilfe im Haushalt. Die helfen mir, die Formulare auszufüllen. Die sagen mir genau, welche Formulare ich überhaupt nehmen kann, wo ich was kriege. Ich finde das gut, dass die Firma uns die Möglichkeit gibt, dieses Angebot während der Arbeitszeit zu nutzen. Ich muss nicht nach meiner Arbeitszeit, wo ich eigentlich für meine Mutter da sein wollte, noch zu den Behörden rennen. Ich habe den Kopf jetzt wieder frei, seitdem mir hier geholfen wurde. Wir sind damit gestartet mit dieser Außensprechstunde in 2015. Seitdem kommen wir einmal im Monat her. Das ist hier über einen Aushang, wird das bekannt gemacht, wann diese Familiensprechstunde ist. Und dann können die Mitarbeiter der Firma sich an uns wenden, können eben halt hier ohne Termin zu uns kommen. Das Ganze ist auch anonym, also dass sie sich hier auch nirgendwo anmelden müssen, sondern mit ihren Problemen zu uns kommen können. Wir hören erstmal zu, wir fragen nach, wo das Problem besteht und schauen dann, was für Lösungen, was für Hilfen wir anbieten können. Die Themen sind ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist eben halt Pflege oder Fragen zum Bereich der Pflege, aber auch im Bereich Kinder, Familie. Ja, mal steht die haushaltsnahe Dienstleistung im Vordergrund, dass jemand Hilfe braucht im Bereich Haushalt. Manchmal ist aber auch die Pflegeberatung, die im Vordergrund steht. Wo stelle ich einen Antrag? Was habe ich für Ansprüche, für Leistungen, die ich in Anspruch nehmen kann? An wen muss ich mich wenden? Ja, so ergänzen wir bei uns und eine gute Sache. Lennestadt, ein Vorbild für viele Gemeinden und noch lange nicht am Ende mit der Verwirklichung ihrer vielen Projekte.